Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen gemeinsamen Reise wieder. Ich habe letztens einen zugegeben etwas sarkastischen Spruch gelesen, in dem aber mehr als ein Körnchen Wahrheit steckt. Ein Tourist ist ein Mensch, der auf Reisen geht, um mal was anderes zu sehen und der sich dann beklagt, dass alles so ganz anders ist. Da ist natürlich was dran. Viele möchten ihre vertrauten Rituale immer dabei haben, bloß bitte vor Urlaubskulisse. Und gerade beim Schwerpunkt der heutigen Sendung trifft das zu dem Boomsegment Kreuzfahrt. Gleich gehe ich mit Ihnen mal der Frage nach, ob man denn tatsächlich satt wird an Bord von Schiffen. Klar doch, mehr als das. Ich bin mal hinter den Kulissen der TUI Mein Schiff 5 unterwegs, um zu erfahren, wie man 3000 Menschen jeden Tag beköstigt und zufrieden bekommt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, auch nicht auf einem Kreuzfahrtschiff. Spiele müssen sein, also Unterhaltung. Bei den deutschsprachigen Schiffen hat da AIDA die Nase vorn, die Shows sind spitze, der Aufwand enorm. Für den Städtetipp heute gehen wir mal in den Westen Deutschlands. Weiter geht es wirklich nicht mehr. Die Stadtgrenze ist gleichzeitig Bundesgrenze zu Holland und Belgien. Kaiser Karls Lieblingspfalz, der berühmte Dom. Ich stelle Ihnen meine Heimatstadt Aachen vor. Aljana hatte zwar den ersten deutschsprachigen Ferienclub, aber Robinson ist nun mal der Platzhirsch. Ich habe für Sie jetzt aber trotzdem mal den Aljana Club auf Kreta besucht. Er ist ein wenig kleiner und einsam gelegen und strahlt heute noch das aus, was seit den 70ern diese Urlaubsart so erfolgreich macht. Wer an Bord eines Kreuzfahrtschiffes geht und nicht zunehmen will, der braucht entweder eine übermenschliche Selbstbeherrschung, einen eisernen Willen auf dem Sport- und Fitnessdeck, das ja immer größer wird, oder das Pech einer Magen-Darm-Infektion. Essen ist seit Anbeginn der touristischen Dampferschifffahrt ein wesentlicher Bestandteil des unterhaltsamen Tagesprogramms. Bis zur AIDA hatte die Nahrungsaufnahme ja auch immer etwas Rituelles. Großer Stress am Anfang der Reise, den richtigen Tisch zu bekommen mit hoffentlich nicht allzu nervigen Mitpassagieren. Dann das tägliche Umziehen, denn es hat ja immer etwas von feinem Restaurantbesuch. Die opulenten Speisekarten mit ihren blumigen Beschreibungen bis hin zum Mitternachtsbuffet, das jeden Ernährungsberater in die Verzweiflung treiben muss. Das ist heute natürlich alles viel legerer und zum Glück kann man sich das herauspicken, worauf man Lust hat. Aber hinter den Kulissen läuft dafür eine geölte Küchenmaschinerie, um jeden Tag mehrere tausend Menschen angenehm zu sättigen. Ich habe mir das mal an Bord der TUI Mein Schiff 5 angeschaut. Wieder mal auf meinem Schiff, aber mit einem ganz besonderen Thema. Auf einer Fahrt die schöne norwegische Küste hinauf, ihr habt es natürlich längst erkannt, wir laufen gerade in den Geiranger Fjord hinein, werde ich mich mal der Grundangst eines jeden Kreuzfahrers widmen. Werde ich überhaupt satt an Bord so eines Schiffes, wo mir fast 3000 Mitreisende das Essen streitig machen könnten? Um es vorwegzunehmen, ja, niemand musste sich von Bären oder selbstgefangenen Lachsen ernähren. Sehr beruhigend. Ja, bevor wir jetzt zur Kür dieses kleinen Films kommen über die Mein Schiff 5, wartet natürlich die Pflicht. Sie wollen wissen, worin unterscheidet sie sich eigentlich von ihren Schwesterschiffen? Auffälligster Ort, die neue Lumas Bar, durch die ich hier gerade durchmeandriere. Sehr gelungen, wie ich finde, da wo auf der Mein Schiff 3 noch das Maritime Museum war. Und den Rest, den sehen Sie ja wie gewohnt im filmischen Schnelldurchlauf. Endlich wird die Rezeption, das Kellerkind, aufgewertet mit Pralinen, Kaffee und Leselounge. Hier sieht man am deutlichsten, dass die Innendesigner trotz identischer Bausubstanz sich immer wieder neue Erlebnisräume ausdenken oder auch Versuche unternehmen, tote Ecken wiederzubeleben und Indoor-Ruheinseln zu schaffen. Das Klanghaus ist jetzt Multimedia-Bühne. Als Hologramm sind Ute Lemper und andere jetzt dauernd mitfahrende Stargäste. Eine schöne Alternative zur großen Bühne, vor allem wenn dort Live-Musik vom Feinsten geboten wird.
Bei den Restaurants gibt es auch evolutionäres Design. Das beliebte Sylter Gosch wurde aufgewertet und im Diamanten interessanterweise das Fine Dining Richards geerdet durch eine Umwandlung ins bodenständige österreichische Schmankerl. Na, haben Sie alle Details entdeckt? Unter einem sitze ich ja hier gerade. Die große Skulptur, die jetzt den Diamanten endlich mal richtig ausfüllt und so richtig Wumm hat. Hier ist auch das Hanami, in gewisser Weise inspired bei Tim Raus Original Zwei-Sterne-Restaurant. Und damit kommen wir auch zum Thema dieses Films. Es geht um das Essen an Bord. 12 Restaurants gibt es. Hier muss ja niemand Hunger leiden. Wir schauen jetzt etwas hinter die Kulissen der Kulinarik. Wie das so klappt, ca. 15.000 Essen pro Tag zu fabrizieren, ohne dass man Fabrik wird. Das hier sieht zumindest sehr handmade aus. Der Strudelteich ist so dünn, dass man die Zeitung lesen kann. Nachmittags sind Hobbybäcker und Leckerschmecker eingeladen, die Entstehung eines Apfelstrudels mitzuerleben. Kleine österreichische Glücksmomente. Und das, obschon die Strudelqueen und Fachfrau für K&K-Konditorei doch aus Rumänien kommt. Das österreichische Schmankerl mit seiner heurigen Atmosphäre bringt die Almhüttengemütlichkeit aufs Meer. Nur die Kuh für die frische Milch ist nicht an Bord, aber jederzeit eine anständige Brotzeit. Das Schmankerl ist eines der Restaurants, die nicht all-inclusive sind, daher mit eigener Kochstube. Hier werden die Klassiker der alpenländischen Küche zelebriert, mit vollem Körpereinsatz. Preisfrage. So ein Teil habe ich in der Hand, ein Klopfer. Und ein Stück Fleisch wartet darauf, von diesem Klopfer sanft angetatscht zu werden. Welche Art von Küche könnte es sein? Richtig, ein Schnitzel, ein echtes Wiener Schnitzel. Aber ich glaube, das macht besser der Tim, der kann das viel brutaler als ich, der traut sich nämlich. Nee, du hast aber so viel Aggression, das ist ja grässlich. Der Gast muss das draußen hören. Ach so, na gut, ich esse es lieber. Nach der brutalen Eröffnung folgt die Wellnessbehandlung für das mürbe Kalbfleisch. Ein Bad in Eigelb und zarter Panade. Und weil es hier so heimatlich mundet, ist auch der Kaiserschmarrn der Dauerbrenner auf dem Bestellschein. Nach der kleinen Jause, die, so habe ich es bereits gelernt, bei den Gästen immer beliebter wird, je mehr Tage die Reise schon dauert, spurte ich ins Atlantis, ins kulinarische Epizentrum der Mein Schiff. Hier wird schon wieder eingedeckt, klassisches Restaurant-Feeling mit schön eingedeckten Tischen, Service- und Mehrgangmenü, wie man das von Kreuzfahrtschiffen so kennt und es auch erwartet. Hinter den Kulissen treffe ich das erste Mal auf René Afflenzer. Er ist Küchenchef auf der Mein Schiff 5. Hier ist seine Spielwiese. Von dieser Hauptküche aus werden die großen Restaurants beliefert. Logisch ist es deshalb kein fein ziseliertes, kreatives Köcheln, sondern ein möglichst exaktes Nachempfinden von Gerichten, die speziell für Mein Schiff entwickelt wurden. Und auch wenn René sich jeden Tag durchkostet bei der Besprechung mit all seinen Köchen, seine Aufgabe ist es nicht, noch mit einer Prise Salz nachzuwürzen. Was ist denn so die größte Herausforderung für einen Küchenchef an Bord eines so großen Schiffs? Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss 5 Wochen im Voraus meine Ware bestellen, damit ich garantieren kann, dass ich immer die gleichbleibende Qualität habe. Das kommt alles aus Deutschland, oder wie? Die ganze Ware kommt aus Deutschland, ja. Das heißt, du kannst nicht mal mit einem Körbchen auf einen schönen Markt gehen und was Leckeres einkaufen? Nee, mit einem Körbchen, das ist kein Körbchen, das ist ein bisschen größeres Körbchen, ja. Wir sind in Bergen, Brüggen, die alte Handelsniederlassung der Hanse. In den engen Gässchen zwischen den Kontorhäusern werden wir mit Sicherheit nichts mehr Kulinarisches für die Mein Schiff entdecken. Obschon Bergen seit dem frühen Mittelalter wichtiger Umschlagplatz für Fisch war. Heute werden hier nur noch die Touristen geangelt, die sich durch die hölzernen Höfe treiben lassen. Ein bisschen Harry Potter-Feeling wie in der Winkelgasse. Direkt um die Ecke am Hafenbecken wird es schon interessanter. Das riecht doch geradezu nach Fischeinkauf. Doch die Stände draußen sind eher geeignet, die spontane Lust auf einen Fischsnack zu befriedigen, wenn einem angesichts der Preise der Happen nicht im Halse stecken bleibt. Weiter hinten in der Halle wird es schon interessanter für Großeinkäufer. Hier gibt es Hummer satt.
alles Prachtexemplare preist Arn Finn seine Hummer an. Nahezu täglich werde er von seinen Fischern mit ihnen beliefert. Bei einem Sternekoch würde jetzt das Herz schneller schlagen, aber für die Schiffsküche sind sie einfach zu exklusiv. Und auch die Königskrabbe, die Stian aus dem Becken fischt, ein eher kleines Exemplar, lässt André zögern. Wenn ich die aufs Buffet lege bei uns, dann kriegen manche Leute Horror. Frische Ware kommt dennoch an Bord. Wir sind auf dem wichtigsten Deck der Mein Schiff, da, wo die Lagerräume sind. Und René hat endlich das, was er braucht. Bereits perfekt vorbereitete Filets, appetitlich geräuchert oder gebeizt. Und auf mich wartet der Eisschock. Ist das kalt hier? Ist das kalt? Ist das... Boah. Also ich glaube... Nee, also hier bleibe ich nicht lange. Also Sie sehen, hier gibt's Fleisch ohne Ende. Direkt für den Hausgebrauch. Aber es ist ungefähr wie die Arktis. Und deshalb gehen wir ganz schnell wieder raus. Oh. Zum Glück wird das meiste aber frisch gelagert. Zum Aufzählen ist es viel zu viel. Fast 500 Tonnen Ladung sind es, auf die Proviantmeister Jena aufpassen muss. Es gibt ein Geheimnis hier in diesem komischen Raum. Genau, da in diesem komischen Raum haben wir so ein Geheimnis. Okay. Und folge dir unauffällig. Genau. Hier sieht es auch noch relativ wuschelig aus, aber... Oh, ich ahne schon. Genau, da haben wir unsere Kaviarsorten. Und was für ein Wert ist denn das hier, was hier so zusammen liegt, so ganz unauffällig zwischen den Krabben und das, den Würstchen? Ja, das macht ungefähr so eine brandneue BMW. Was? 330 Euro ist unser Einkaufspreis für diese Dose. Und der Marketpreis kostet ungefähr so auf 800 Euro pro Dose. Für ein bisschen Brombeermarmelade. Genau, für ein bisschen Brombeermarmelade. Kaviar bis zum Ausrutschen, zumindest für die Suiten. Die meisten Gäste der Mein Schiff lieben es dagegen eher bodenständig. Die Trattoria ist immer gut gefüllt, perfekte Pizza und bissfeste Nudeln rund um die Uhr. Wie an Land. Ein Italiener ist kulinarisch für deutsche Gaumen immer eine sichere Bank. Und die Hits bei der Pizza sind Margherita, Salami und Prosciutto. Und auch der Berliner Beitrag zur internationalen Weltküche aus deutscher Sicht hat seine Bühne. Die Berliner Erfindung Döner ist immer gut für den kleinen Snack zwischendurch und nach Mehrheitsmeinung besser als in Kreuzberg. Hoch auf der nach oben offenen Qualitätsskala ist das Steakhouse, weit über dem Niveau von Maredo und Co. Hier gibt es nur Filets und feine Cuts, so dry-aged, dass dem Kenner sofort das Wasser im Mund zusammenläuft. Der Vorhof zur vegetarischen Hölle ist der Renner bei den Tischreservierungen. Für einen kleinen Aufpreis können sich die Gäste durch das beste Fleisch der Welt futtern. Das ist ja das Schicksal hier an Bord der Mein Schiff 5. Man kann so lecker essen, bis man platzt. Allerdings im nächsten Leben möchte ich gerne sowas sein. So ein Wagyu-Rind. Wir haben den ganzen Tag gestreichelt, Jörg. Was war noch dann? Zumindest 2 Stunden massiert jeden Tag. 2 Stunden und man kriegt Bier zu trinken. Und wenn es schön warm ist, gibt es 2 Liter Bier für jedes Wagyu. Und noch Klassikradio den ganzen Tag. Und wenn wir uns jetzt aufwiegen würden in Gewicht, so zwischen 40.000 Euro könnten wir schon auf die Waage bringen, so, wenn wir so ganz edel wären. Wir wären werthaltig, muss man sagen. Also wir wären allerdings als Kobe wesentlich werthaltiger, wie wir als Wagyu wären. Aber das reicht mir schon. Und irgendwann kommt dann doch der Mann mit dem Messer. Ja, wobei man als Kobe dann schon eine lange Lebenszeit hat. Also man wird wenigstens 4. 4 Jahre? Nee, das streichen wir jetzt. Okay. Aber trotzdem ist es schön hier. Das Argument. 2 Decks tiefer wird zwar auch Fleisch entbeint, aber eher im Akkord. In der Vorbereitungsküche wirbeln die Wasserträger der Köche, die Manufaktur der Zutaten. Und der Kartoffelschäler ist nicht etwa ein blinder Passagier. Ah, 300 kilos a day. Oh, we prepare. You love potato? Yes, I love potato.
Letzte Vorbereitungen am Ankelmannsplatz, dem großen Buffet-Restaurant der Mein Schiff. Zufluchtsort all derer, die glauben, ein gesetztes Mehrgangmenü würde ihre Kleidergröße nicht mehr aushalten. Erfahrungsgemäß werden wegen all der Leckereien aus der einen geplanten Kleinigkeit dann doch viele. Vor allem auch wegen der Showküche, wo man sich den Inhalt seines Woks zusammenstellen kann und dann frisch minutenschnell serviert bekommt. Ich habe die asiatischen Nudeln mit Shrimps lieben gelernt. Im Hintergrund das Räderwerk am Pass der Atlantikküche. Herausforderung, mehrere tausend Essen auf den Punkt, gut angerichtet und warm zu den Tischen zu bekommen. Es klappt. Küchenchef René kann sich auf sein Team verlassen und macht einen kleinen Check beim neuen Vorzeigerestaurant, dem Hanami. Der kulinarische Spiritus Rektor aus Berlin, Tim Raue, verpflichtet zu Präzision in der Showküche. Und wenn der Chef einen Signaturgang bestellt, dann erst recht. Manchmal ist es schon schön, Küchenchef zu sein. Kann alles probieren und jetzt esse ich Schweinebauch von Tim Raue. Werden vielleicht einige von euch jetzt sagen, aber der Schweinebauch ist tatsächlich traumhaft. Hände waschen, Hände desinfizieren, nie vergessen, ganz wichtig an Bord. Es ist jetzt kurz nach Mitternacht. Erfahrene Kreuzfahrer, die wissen ja, das ist so generell die Zeit für den kleinen Hunger zwischendurch. Und tatsächlich, meine liebwerte Assistentin hat schon was vorbereitet. Eine Currywurst, die geht immer noch rein. Nicht nur wegen der Moderation. Sie ist einfach echt lecker. Aber nach 170 Flaschen Champagner und 2000 Flaschen Sekt, nach fast 5000 Kilo Fleisch und Fisch und 35.000 Eiern, über 1000 Kilo Käse und 9 Kilo Kaviar, und ich gebe schuldbewusst zu, ich war an der Vertilgung nicht unerheblich beteiligt. Da will der Magen einfach dauerbeschäftigt sein. Und morgen traue ich mich dann zum ersten Mal auf die Waage. Aber wer denkt auf einem Kreuzfahrtschiff schon an morgen? Nee. Sie ist so lecker. Sie ist so einfach lecker. Ich sag nur 3 Kilo. Und das, obwohl ich jeden Tag herumgesaust bin für die Filmaufnahmen. Was erwartet Sie denn im nächsten Gang unseres touristischen Menüs von heute? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, auch nicht auf einem Kreuzfahrtschiff. Spiele müssen sein, also Unterhaltung. Bei den deutschsprachigen Schiffen hat da AIDA die Nase vorn. Die Shows sind spitze, der Aufwand enorm. Für den Städtetipp heute gehen wir mal in den Westen Deutschlands. Weiter geht es wirklich nicht mehr. Die Stadtgrenze ist gleichzeitig Bundesgrenze zu Holland und Belgien. Kaiser Karls Lieblingspfalz, der berühmte Dom. Ich stelle Ihnen meine Heimatstadt Aachen vor. Aldiana hatte zwar den ersten deutschsprachigen Ferienclub, aber Robinson ist nun mal der Platzhirsch. Ich habe für Sie jetzt aber trotzdem mal den Aldiana Club auf Kreta besucht. Er ist ein wenig kleiner und einsam gelegen und strahlt heute noch das aus, was seit den 70ern diese Urlaubsart so erfolgreich macht. Ich kann mich noch gut an meine erste Reise auf der AIDA erinnern. Kurz nach der Jungfernfahrt der heutigen Kara. Vorher kannte ich ja nur von Dreharbeiten her das Traumschiff, also die sehr gediegene Variante der Kreuzfahrt. Es hat mich schwer umgehauen. Alles war total unernst. Überall machten Comedians ihre Späßchen mit den Gästen. Es gab ein großes Animationsteam und alles war exakt so, wie ich es von den Robinson-Clubs her kannte. Kein Wunder, es waren ja auch die Macher von Robinson, die diese Form der Kreuzfahrt erfanden. Von dieser Atmosphäre wird man heute nicht mehr viel spüren. Die AIDA ist ja auch kein Clubschiff mehr, sie ist erwachsen geworden. So wie viele Fans der ersten Stunde auch. Entertainment ist heute etwas eher Passives geworden. Die meisten Gäste möchten sich bespaßen lassen und nicht mehr selbst mitspielen. Dieses Phänomen, das merken auch die Ferienclubs an Land. Und es bereitet ihnen durchaus Sorgen für das Alleinstellungsmerkmal gegenüber normalen Hotelresorts. Der fröhliche Dilettantismus, der früher so gut funktionierte, geht heute gar nicht mehr. Aber ein Hotel kann sich wirtschaftlich nicht viele Profikünstler leisten. Ein Schiff mit 2000 Passagieren und mehr schon. Und das, was AIDA heute jeden Abend auf seinen Schiffsbühnen leistet, das ist tatsächlich großes Theater. Mit einer Technik, auf die jedes Theater an Land
neidisch wäre. Hier kommen die angeblich verführerischsten Lippen der Weltmeere. Für die Tourismusindustrie waren und sind die Pötte aus Rostock eine Revolution. Urlaub auf dem Wasser wird auf einmal völlig neu definiert. Im Zeichen der vier bunten Buchstaben geht es leger zu. Keine Krawatte, sondern Ferienclub auf See. Das war zumindest zu Beginn so. Angesichts von Tausenden von Passagieren, die man nun jede Woche begeistern muss für das Produkt, wurde daraus einfach ein fröhliches, schwimmendes Urlaubshotel, das jedem gefallen will. Und wer kann sich nicht freuen über die augenzwinkernde, unernste Spleenigkeit in allen Ecken? Ja, auf den AIDA-Schiffen ist es ja nicht nur Motto, sondern geradezu Programm. Alles so schön bunt hier und ein bisschen verspielt. Und wenn es nicht ein wenig schaukeln würde ab und zu, dann könnte man denken, man sei ja gar nicht auf einem Schiff, sondern in einem etwas durchgeknallten Designhotel. Sein oder Nicht-Design ist an Bord der AIDA keine Frage. Form- und Farborgien bilden den schönsten Kindergarten für Erwachsene, den man sich vorstellen kann. Hier schreit jeder Zentimeter, du bist weit weg aus dem Alltag. Genieße deinen klassenlosen Urlaub, hier bekommst du die artifizielle Bühne dafür. Ja, also ganz leger und eigentlich schrecklich underdressed latsche ich hier die Schottreppe herunter, die ja fast schon hollywoodeske Ausmaße hat. Drei ganze Decks in der Mitte der AIDA und dieses Zentrum hier, das ist das Theatrium. Klar, bei Entertainment pur im Konzept muss es auch künstlerische Unterhaltung geben. Das hat AIDA nicht erfunden. Aber wenn man sich das Showensemble beim Fototermin schon mal anschaut, dann ahnt man, hier geht es um mehr als Tralala und Hopsasa. Ja, seit 1996 kreuzt jetzt schon die Flotte mit dem Kussmund über die Weltmeere. Und deshalb wäre es etwas wie Eul nach Athen zu tragen, wenn ich Ihnen jetzt einen Film präsentiere, wie es an Bord der AIDA so ausschaut. Ich dachte mir, da gibt es einen anderen Aspekt, der ist viel interessanter. Und da unterscheidet sich die AIDA auch sehr von anderen bei deutschen sehr beliebten Schiffen. Und zwar ist es die Show an Bord, die abendliche Show in einem sehr speziellen Theater. Und deshalb heißt es für uns jetzt auch nicht Leinen los, sondern Licht aus, Spot an. Utopia zum Beispiel heißt diese Show, die speziell für die Stella erdacht wurde. Eine von 17 aufwendigen Neuproduktionen eines einzigen Jahres. Professionelle Darsteller, ausgefeilte Choreografie, prächtige Kostüme und eine Bühnentechnik, von der die meisten Stadttheater in Deutschland träumen würden. Mit so viel Aufwand inszeniert AIDA mittlerweile seine Abendunterhaltung. Eine überraschende Zahl, wenn man sich die ganze Flotte zusammenrechnet, sind das 46 Stunden Showprogramm mit bis zu 18.000 Zuschauern. Jeden Tag. Fast alles, was allabendlich ins Rampenlicht gerückt wird, ist eine Neuinszenierung mit Weltpremiere auf dem Meer. Kein Wunder, dass AIDA mittlerweile einer der größten Entertainment-Produzenten für deutsche Bühnen ist. Das, was wir heute bei AIDA auf dem Wasser erleben, ist Lichtjahre entfernt von dem sympathischen Club-Dilettantismus, mit dem die Bühnen am Anfang in der Tradition von Robinson, Aldiana und Co. bespielt wurden. We are family, das funktioniert offensichtlich nicht mehr. So, hier bin ich nun auf dieser schnuckelig kleinen Showbühne, die auf der AIDA ja allabendlich zu den Brettern wird, die die Welt bedeuten, zusammen mit Misha. Und Sie ahnen schon, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Denn die in der Regie, die haben jetzt auf den Knopf gedrückt und jetzt geht es ja mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit hoch. Und von wegen Kammerspiel, das ist die Bühne auf der AIDA. Und wenn Misha ganz oben angekommen ist, dann ist das fast 10 Meter hoch und da wird er seine Kunststücke bringen. Wow-Effekt. Bei unserem Aufenthalt haben wir nun Gelegenheit mitzuerleben, wie reibungslos das Entertainment-Getriebe funktionieren muss, wenn neue Artisten an Bord kommen.
Michael, Julia und Juri sind auch auf Gran Canaria zugestiegen. In dieser Woche müssen sie die artistischen Choreografien, an denen sie schon seit Monaten trainieren, am lebenden Objekt finalisieren. Ihre Vorgänger gehen in Urlaub, aber the show must go on. Die Passagiere sollen es am besten gar nicht mitbekommen. Sie werden es nur in einer Kleinigkeit merken. Die Artistik-Show wird es in dieser Urlaubswoche zweimal geben. Einmal als Farewell und einmal als Premiere. Ja, das ist er also, dieser riesige Bühnenraum in der Mitte des Schiffs. Von hier oben kann man das eben sehr gut sehen. Drei Ränge mit Gästen. Und viele werden am Abend auch einfach nur mal so stehen bleiben auf dem Weg zur nächsten Bar. Für die Künstler ist das eine echte Herausforderung, denn sie dürfen sich nicht nur von den schwankenden Planken, sondern auch von der Unruhe im Publikum auf keinen Fall irritieren lassen. Mit Varieté Ceremony erlebt man, zu welcher Leistung das Theatrium in der Lage ist. Hier werden die drei Dimensionen mit Lust ausgenutzt. Die Artisten an Bord der AIDA haben internationales Niveau. Fast alle kommen sie aus der Ukraine, aus der weltberühmten Kiewer Schule. Die Show, die an diesem Abend als eine von vielen mal ebenso nebenbei als Programm zwischen Restaurant und Bar oder Tanzfläche angeboten wird, zum kurzen Verweilen im Herzstück des Schiffes, kann in ihrer Perfektion und liebevollen Inszenierung begeistern. Aber hinter dem Vorhang heißt es schon, nach der Show ist vor der Show. Im Backstage-Bereich müssen die neuen Artisten eingekleidet werden. Und das perfekt. Ja, also von wegen Hosen und Röcke mit Gummizugmodell passt schon irgendwie. Und dazu dann ein paar kreischend bunte Chiffonblusen Unisex. Also der Kleiderfundus an Bord von AIDA, der lässt das Herz eines jeden Kostümbildners höher schlagen. Stress gibt es eigentlich nur, wenn wieder neue Showensembles an Bord kommen. Denn dann laufen die Änderungsnähmaschinen heiß. Während an den robusten Flatter-Outfits schon heftig gestichelt wird, müssen Micha, Julia und Juri nachts noch einmal auf die Bühne. Hier gibt es keine Theatergewerkschaft. Nachts sind die, wie immer, öffentlichen Proben am ungestörtesten. Das ist das Einzige, was zählt. Die drei wirken angespannt, nachdem sie miterlebt haben, mit welcher Perfektion sich ihre Künstlerkollegen mit ihrer letzten Show verabschieden konnten. Die große Rundumbühne hat noch Bedrohungspotenzial und der eigens angereiste Choreograf ist unerbittlich, auch wenn es auf Mitternacht zugeht. Das Theater macht unterdessen das, wofür es gebaut wurde. Es kreuzt durch die Urlaubswelten. Unser Stopp am nächsten Morgen, das wunderbare Madeira. Kein Gast bucht AIDA wegen der Shows. Sie sind hübsches Beiwerk auf dem Zickzackkurs zwischen den Häfen. Auch wir genießen die Insel in der Kreuzfahrt üblichen knappen Zeit. Und wieder geht es weiter nach Lanzarote. Für Puristen ist das doch die eigentliche Bestimmung für Kreuzfahrten, das bequeme Ansteuern vieler Destinationen. Hier spielt die Musik. Das Schiff genügt als schwimmendes Hotel mit gutem Essen und viel Platz zum angenehmen Entspannen zwischen all den Landgängen. AIDA möchte aber mehr sein, eigentlich sich selbst genügen als Urlaubsziel. Und dafür braucht man dann schon das komplette Verwöhnprogramm inklusive der unterhaltsamen abendlichen Zerstreuung. Unsere drei haben die letzten zwei Tage bis zur Erschöpfung geprobt. Heute ist ihre Premiere. Das Schminken müssen die Artisten selbst erledigen an Bord, aber jeder einzelne Pinselstrich ist in der Hamburger Entertainment-Zentrale vorgeschrieben. Das kreative Herz von AIDA schlägt in St. Pauli. In diesem Raum schlägt es gerade vor Anspannung schneller. Die ersten Schritte im Showprogramm mit allen bühnentechnischen Girlanden. Die drei Ukrainer lassen einen Hauch von Cirque du Soleil durch das Theatrium schweben. Und dabei will und kann ihre kleine akrobatische Performance noch nicht einmal der Höhepunkt des Abends sein im vollgepackten Tagesprogramm. Ab heute gehören sie zu den 800 in der Flotte, zuständig für Momente der Magie, in denen die Fantasie Flügel bekommen soll. Aber gleichzeitig produzieren sie ein flüchtiges Moment des Vergessens, weil die nächste Attraktion schon lockt im Halbstundentakt. Das ist Künstlerschicksal an Bord der AIDA.
Ich muss zugeben, mir tun die Künstler immer ein wenig leid. Denn in diesem riesigen Atrium ist es ein ständiges Kommen und Gehen und Flanieren und Schwätzen an den Bars. Ich fände es respektvoller vor den Künstlern, wenn es ein klassisches Theater gäbe. Aber die Freiheit der Passagiere, tun und lassen zu können, worauf sie gerade Lust haben, ist für die Reederei wohl ein höheres Gut. Was steht jetzt noch auf der Dessertkarte nach der kleinen Unterbrechung? Für den Städtetipp heute gehen wir mal in den Westen Deutschlands. Weiter geht es wirklich nicht mehr. Die Stadtgrenze ist gleichzeitig Bundesgrenze zu Holland und Belgien. Kaiser Karls Lieblingspfalz, der berühmte Dom. Ich stelle Ihnen meine Heimatstadt Aachen vor. Aljana hatte zwar den ersten deutschsprachigen Ferienclub, aber Robinson ist nun mal der Platzhirsch. Ich habe für Sie jetzt aber trotzdem mal den Aljana Club auf Kreta besucht. Er ist ein wenig kleiner und einsam gelegen und strahlt heute noch das aus, was seit den 70ern diese Urlaubsart so erfolgreich macht. Das hier ist vielleicht das bekannteste Produkt aus Aachen, die Printe. Im Prinzip ist es ja ein Weihnachtsgebäck, aber vielleicht liegt es daran, dass ich ja selbst ein gebürtiger Aachener bin. Ich kann diese Dinger das ganze Jahr über essen, vor allem die weichen Schokoprinten mit Nuss von Lamberts. Werde zum Glück auch von zu Hause immer mit Care-Paketen beliefert nach Berlin. Aachen hat natürlich viel mehr zu bieten. Den allgegenwärtigen Kaiser Karl, den schönen Aachener Dom, den prominenten Karnevalsorden, wieder den tierischen Ernst, den europäischen hochpolitischen Karlspreis und das CHIO, das nach Meinung von Pferdeexperten schönste Reitturnier der Welt. Ziemlich viel für eine Stadt, die gerade mal 250.000 Einwohner hat, in absoluter Randlage von Deutschland. Wenn man Aachen in Richtung Westen verlässt, ist man gleich im Ausland. Entweder Belgien oder Holland. Die Aachener waren also immer schon Europäer und früher wurden mit Begeisterung Kaffee und Butter geschmuggelt. Ein bisschen vom Flair von Aachen möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Eigentlich heißt es ja Bad Aachen, aber die Aachener dachten sich, bloß nicht den Titel offiziell tragen. Mit Doppel-A sind sie jetzt immer der erste bedeutende Eintrag im Weltregister. Auch so geht Marketing. Die Altstadt von Aachen rund um den ehrwürdigen Dom erleben wir als Puppenstube für das urbane Herz. Da möchte man ja auch beim Liebreiz der allgegenwärtigen Brunnlein grenzenlose Harmonie vermuten. Ja, das ist der Puppenbrunnen in der Puppenstuben-Altstadt von Aachen. Immer natürlich in Sichtweite vom Dom. Und der Dom und die Domherren, die haben in Aachen immer eine große Rolle gespielt, haben auch viel Geld eingenommen. Dadurch ist der Dom reich geworden, der mit seinen Heiligtümern ja alle 7 Jahre besucht wird. Und wenn man den Prälaten Stefani, und daran erinnert diese kleine Figur hier, wenn man den ansprach auf die Echtheit der Heiligtümer, dann sagte der immer, wissen Sie, es gibt 10 Häupter des heiligen Johannes, aber nur 2 davon sind echt. Ja, die Aachener lieben ihre Gäste, nicht nur zur Heiligtumsfahrt. Was heute so übersichtlich adrett daherkommt, war schließlich mal eine der wichtigsten Städte der Welt. Logisch. Aachener Dom, viel kleiner als sein Kölner Nachbar, aber in Aachen würde man eher sagen, er ist gemütlicher. Wahre Größe kommt ja auch von innen. Und schließlich ist es das erste Bauwerk nördlich der Alpen, das es geschafft hat, in die berühmte Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen zu werden. Ätsch, liebe Kölner. Nicht nur im Jubiläumsjahr dreht sich alles um ihn, um Karl, natürlich den Großen. Vor 1200 Jahren regierte er von hier aus ein riesiges westliches Weltreich. Die Schatzkammer ist prall gefüllt. Die Pracht setzt sich im Dom fort. Edelsteinbesetzte Kanzeln, goldene Schreine von unermesslichem Wert. Eine der bedeutendsten Kirchen der Welt kann durch ihre kraftvolle Aura auch Nichtgläubige in ihren Bann ziehen. Das Oktogon ist das Herz des Doms, die Pfalzkapelle Karls des Großen. Um das Jahr 800 sein geistiges Zentrum in einem Weltreich, das für damalige Verhältnisse geradezu unüberschaubar war. Wir sind in einem Bauwerk von unglaublicher Schönheit und Eleganz. Hier möchte man einfach nur sitzen und schauen.
Das ist nun der Thron auf der Empore. In seiner brutalen Schlichtheit wirkt er auf uns erstmal verstörend. Okay, also wenn die Gäste dann erstmal hinkommen, denken die, okay, das ist jetzt der Thron von Karl dem Großen. Denn sie stellen sich den meistens mit aus Gold, mit Edelsteinen verziert, mit Seide, mit Samt verkleidet. Und dann sehen sie den Thron eigentlich nur aus 4 Marmorplatten, also im Prinzip wirklich ganz, ganz einfach. Und sind dann wirklich erstmal enttäuscht und denken, okay, das ist jetzt der Thron. Marmor für ein Weltreich, in dem die Sonne angeblich nicht unterging. Vom Dach des Doms sehen wir die eigentliche Pfalz von Kaiser Karl mit lebensfroher Niedlichkeit und der Ahnung, dass die gute Stube der Stadt früher viel schlichter war. Das Gebäude kennen Sie, Aachener Dom. Immer wieder Gerüste dran, wie beim Kölner Dom. Und direkt gegenüber das Aachener Rathaus. Das war ja eigentlich im Kernstück die Pfalzkapelle Kaiser Karls des Großen. Und im Laufe der Jahrhunderte wurde natürlich immer weiter dran rumgewerkelt. Da kam noch ein Türmchen drauf und noch ein Erker. Ja, und dann mutierte es so langsam zur guten Stube Aachens. Auch sehr schön. Im Mittelalter wurden hier über Jahrhunderte alle Kaiser und Könige gekrönt. In diesem kleinen Aachen an der Grenze. Heute sind die politischen Scheinwerfer nur noch einmal im Jahr auf diesen Saal gerichtet, wenn der internationale Karlspreis vergeben wird für herausragende Verdienste um Europa. Für die meisten ist Aachen aber deswegen viel häufiger im Munde durch die Prenten. Lamberts ist die weltgrößte Fabrik für Weihnachtsgebäck, Wallfahrtsort für alle Zahnärzte. Sie kann hart sein, aber sie ist nicht mehr so, wie man früher dachte, knusprig hart, sondern der Bäckermeister Henry Lamberts hat diese Printe entwickelt, die eine Mischung ist zwischen hart und weich, wohlschmeckend, aromatisch. Die kleinen Kalorienbomben für zwischendurch gibt es überall. Wissen Sie, printentechnisch ist in Aachen das ganze Jahr über Weihnachten. Wobei, in Aachen nimmt man das gar nicht so genau, denn hier ist es ein Traditionsgebäck und deshalb darf man es auch das ganze Jahr über essen. Allerdings kalorientechnisch ist das ein gewisses Problem, aber es ist so lecker. Mit Süßem kann man aber sehr viel Geld verdienen. Das erkannte auch der Aachener Apotheker Monheim, der die Schokolade ins Abendland brachte. Damit konnte man sich zur Kuvenzeit was leisten. Im Barocken war das Täfelchen Hüftgold Delikatesse und Arznei zugleich und führte nicht nur beim findigen Apotheker zum schöner Wohnentraum. Sein angeheirateter Nachfahre Peter Ludwig nutzte die Schokomillionen für die Kunst. In Deutschland war er einer der bedeutendsten Mäzene für die Moderne. Sein erstes Museum mit seinen Lieblingsstücken natürlich in Aachen. Moderne, die heute schon wieder Klassiker ist, präsentiert in den Räumen einer alten Schirmfabrik. In Bad Aachen wurde nicht nur fleißig gekrönt, hier war auch Europas angesagteste Badebude. Geld stinkt überhaupt nicht in Aachen. Wenn hier was stinkt, dann allerhöchstens diese heißen Quellen, die heißesten Quellen Mitteleuropas. Und es müffelt offen gestanden ein bisschen nach faulen Eiern, das liegt am Schwefel, soll aber gesund sein. Aber der Amtsschimmel, Aachen hat es hier auch mit Pferden, der wird hier besonders laut. Gucken Sie mal hier, kein Trinkwasser. Ausgerechnet das, was Aachen über Jahrhunderte weltberühmt gemacht hat, soll man nicht trinken dürfen ohne ärztliches Rezept. Aber glauben Sie mir, Sie werden nicht dran sterben, wenn Sie ohne ärztliche Verordnung hier mal dran nippen. Im Gegenteil. Unter uns, nicht nur wegen Rheuma waren Sie alle hier, auch wegen Merlesen. Einmal im Jahr duftet Aachen nach Pferd. Das nach Expertenmeinung schönste Reitturnier der Welt, das CIO, ist das sommerliche Sportereignis. Und ein gesellschaftliches noch dazu. Kollektives Mitzittern, ob das Hölzchen fällt. Die Aachener gelten als fachkundige Pferdenarren. Die Aachener sind ein friedliebendes Völkchen. Es gab ja auch den Aachener Frieden. Und die Öscher streiten nicht gerne, aber wenn... Dann wird es heftig. Dann klingt das etwa so. Du Jallgestrop, du dumme Burostier, du Rosetier, Kuhlekorb, du Fleddier Zervier, du Afilekte Herrigsküt und so weiter und so weiter. Aber übersetzen kann man das nicht. Dann wird es nämlich böse. Dann lieber Wellness statt Wut. Sittsam sprudelt das warme und duftfrei gemachte Öscherwasser heute in der Carolus-Therme. Einfach nur zur Entspannung und zum Wohlbefinden. Denn eigentlich fing mit dem Wasser ja alles an in Aachen.
Wenn die römischen Soldaten nicht schon vor Ewigkeiten ihre geschundenen Knochen in Aquis Granum geheilt hätten, wäre der Ort im germanischen Nirgendwo jemals so bedeutend geworden? Ab den späten 70er Jahren war es ein Statement, wenn man zugab, den Urlaub verbringe man in einem Ferienclub. Die Franzosen, die hatten ihren Club Med, der war und ist bei den Deutschen nicht so beliebt wegen der Sprachbarriere. Also begeisterte man sich für die deutschen Pendants Aldiana und Robinson, also die, die Cluburlaub mochten. Die begeisterten sich. Für viele, die es nur von außen betrachteten, war ein Ferienclub so etwas wie der Vorhof zur Urlaubshölle. Das lag an der total legeren Lebensweise. Bezahlt wurde mit Perlenketten, außer Schwimmzeug, Hemdchen und einem bunten Pareotuch brauchte man eigentlich nichts. Nur viel Spaß am Mitmachen und sich fallen lassen aus den Zwängen des Alltags. Doch aus diesem Paradies sind die Ferienclubs längst vertrieben worden. Heute unterscheiden sie sich nur noch marginal von vielen Hotelresorts. Es ist immer noch alles lässiger, das Essen vielleicht noch ein bisschen besser und abwechslungsreicher und man kann viel Sport treiben. Und für Kinder ist es in den meisten Clubs die Wucht. Heute ist ein Robinson-Urlaub eher ein subtiles Statement nach außen. Ich kann es mir leisten, denn Cluburlaub ist echt teuer. Deshalb zeige ich Ihnen jetzt mal eine Alternative, den Aldiana Club auf Kreta. Der ist erschwinglich und hat heute noch sehr viel vom Flair der Gründerjahre. Ich bin jetzt mal ganz im Nordosten von Kreta, Tagesbeginn im Aldiana Club oberhalb von Agios Nikolaos. Etwa 90, am Ende recht kurvige Transferminuten vom Flughafen Heraklion entfernt. Ach ja, morgens um 8 ist die Welt für Urlauber noch in Ordnung, selbst in einem Aldiana Ferienclub. Sie wird dann vorwiegend doch aus liegender Position begrüßt. Das Frühstücksbuffet gibt es ja schließlich bis 10.30 Uhr, gefolgt vom Café für Spätaufsteher, damit die Zeit bis zur Mittagsjause irgendwie sinnvoll überbrückt wird. Aber nicht alle gönnen sich das urlaubsfaule Ausschlafen. Bevor die Sonne richtig heiße Kraft bekommt, ist für Aktivitäten nämlich die schönste Zeit des Tages. Manche Aldiana-Gäste sind allerdings jetzt schon am Rand der Glückseligkeit. Wen wundert es? Natürlich an einem Ort, wo die Glücklichen Urlaub machen, denn das bedeutet Aldiana schließlich in der Sprache des Senegal, der Urmutter von 1973. Also, Sonnengruß am Strand von Kreta. Das ist das Durchatmen für den Alltag, das Entdecken neuer Horizonte. Das wird schließlich versprochen, wenn Sie Urlaub im Club machen. Naja, wenn es hilft. Frei von den Zwängen des Alltags ist der Cluburlaub mit Aktivitäten erstaunlich gut verplant. Seit den Anfängen der Ferienclubs in den 70ern gilt, da wo die Welt am schönsten ist, lassen wir uns nieder. Ja, nicht sanft, wild, das ist also die Küste des Aldiana Kreta. Und wenn man hier oben auf dem Ausguck steht, oberhalb der Steilküste, dann ist das Schöne, dass man eigentlich nichts sieht. Also außer natürlich schöne Küste und ein paar hingesprenkelte griechische Dörflein. Der Tourismus in seiner landschaftsfressenden Form ist hier im Osten von Kreta noch nicht angekommen. Und das ist eigentlich heute schon ein Statement. Langjährige Clubfans kennen natürlich den Aldiana auf Kreta, der schon mal bis Anfang der 2000er Jahre im Programm war. Nach einem französischen Intermezzo wurde die 170-Zimmer-Anlage mit Millionenaufwand wieder für deutsche Gäste fit gemacht. Die märchenhafte grüne Überwucherung ist leider nicht mehr so romantisch, wie das früher mal war, aber Gärtners Freude ist eben oft Maurers Feind. Das sind natürlich die Lieblingsbilder in Filmen über Ferienclubs. Hurra und alle machen mit. Aber auch bei Aldiana gilt natürlich heute, nur wer will, muss die faule Sonnenliege verlassen. Kollektive, spaßmachende Aktivität, wenn der innere Schweinehund erstmal überwunden ist. Mittlerweile sind Spezialsportarten immer beliebter wegen der Grenzerfahrung.
Also Yoga gibt es hier, das haben wir ja schon gesehen, natürlich auch die etwas schweißtreibenderen Varianten rund um Brust, Bauch, Beine und Po, wie das im Club so üblich und angesichts der Buffets auch wirklich nötig ist. Mountainbiking könnte ich auch hier angesichts der Berge, aber eher wo was für masochistische Seelen, dann doch lieber Mittelmeer tauchen im Aldeana Kreta. Das ist wirklich gut und dann gehe ich doch hier lieber mit Stil unter. Gerade Anfänger in einer Sportart schätzen das gute Equipment im Club und die locker didaktischen Trainingsmethoden der Sportanimateure, um zum ersten Mal hineinzuschnuppern in eine Aktivität. Und wenn es Spaß macht, liegt der sportliche Abenteuerspielplatz direkt vor dem Clubgelände. Das Mittelmeer ist zugegeben kein exotisches Korallenparadies, aber hier vor dem Aldeana Kreta ist das Wasser erstaunlich klar. Das schwerelose Schweben unter Wasser wird zur eigentlichen Attraktion. Ja, das ist hier der berühmte Abenteuer-Kinderpool im Aldeana Kreta. Kleiner Scherz. Aber wenn Kinder entscheiden könnten, wohin die Reise geht, dann wäre Cluburlaub ganz vorne auf der Liste. Denn hier kümmert man sich vorbildlich um die zahlungskräftige Klientel von morgen. Und die Animateure, die das tun, die haben Nerven wie Drahtseile, wie Sie gleich sehen werden. Die Lage an der rauen Steilküste mit relativ kleinem Strand mag den Club nicht besonders kinderfreundlich erscheinen lassen, aber die Animateure machen aus der Not eine Tugend. Mit vollem Körpereinsatz, wie man sieht, Kinder haben eben andere Kriterien, einen Clubtag als schön, spannend und lustig zu empfinden. Geht's dir noch gut? Danke der Nachfrage. Aber ich meine, es gibt ja auch Wellnessprogramme, da muss man viel Geld dafür bezahlen, dass man so in Schlamm eingelegt wird oder so. Ja, und hier bekommt man das halt umsonst und bekommt dafür noch Geld. Wahnsinn, das ist doch klasse, oder? Super, ne? Also, alle Animateure werden im Aldeana absolut wellnesslastig. Total, von morgens bis abends. Und wer nach so einem Tag noch sagt, ich liebe Kinder, der darf sich gerne bewerben. Und wenn der Tag sich langsam dem Sonnenuntergang nähert, ist für viele Aldianer auf Kreta durchaus eine kleine Clubflucht attraktiv. Der entzückende, winzige Ort Mochlos in Laufnähe ist eben kein Touristenzentrum mit Souvenirmeile, sondern ein perfekter Platz für griechische Lebensart, mal abseits des organisierten Veranstalterurlaubs. Chill out mit Raki, authentische Atmosphäre, inklusive. Ich habe gerade etwas Schönes in der Post gehabt. Secret Places, 100 unbekannte Traumreiseziele weltweit aus dem Bruckmann Verlag. Das ist wirklich etwas zum Schmökern für ein verregnetes Wochenende. Ein richtiges Coffee Table Book, wo auch ich eine Ahnung bekomme, wie viele tolle Erlebnisse es noch gibt auf der Welt, die ich noch entdecken möchte. Ein paar schaffe ich vielleicht noch, auch mit der Kamera. Und dann werde ich Sie daran teilhaben lassen. Für heute danke, dass Sie dabei waren. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Machen Sie es gut.